Mal sehen, ob das funktioniert. Nachdem ja im letzten Video die Weltempfänger so ein bisschen verwackelt waren mit der Sony RX100 M5A aus der Hand, habe ich mir überlegt, wie können wir das vernünftig machen und habe jetzt hier mein Zoom Q2N 4K am Mikrofonstativ befestigt. Es gibt übrigens jetzt auch ein Q8N 4K, ganz frisch vorgestellt, aber mit der gleichen Optik, also ein Upgrade macht hier wenig Sinn. Nur ich hoffe mal, dass das so funktioniert. Ich habe jetzt den maximalen Zoom und Full HD und als Mikrofon das Rode Lavalier Go hier am Kopfbügel. Einfach, weil es bequemer sitzt. Ich hätte jetzt auch das Lavalier 2 von Amazona.de gehabt, weil ich das getestet habe. Aber das hier ist gerade für mich irgendwie bequemer. Und ich glaube, von der Sprachverständlichkeit dürfte es auch passen. Ja, es geht heute nochmal um das Blindshell. Das habe ich ja schon öfter gezeigt. Das neue Blindshell Classic 2. Wir sehen in der Mitte allerdings das alte Classic 2. Da muss man nämlich ein bisschen unterscheiden. Man hat das irgendwie immer als Classic 2 bezeichnet, aber das ist eigentlich falsch. Man müsste sagen, es ist die Hardware 2, weil es ist eigentlich das Blindshell Classic 2 mit etwas aufgewertetem Innenleben. Aber technisch eigentlich vom Funktionsumfang und was es kann, ist es eigentlich gleich. Und hier links sehen wir das Blindshell Touch. Das habe ich Ende 2020 mal vorgestellt und auch für die alle Geräte hier die Anleitung gemacht. Und wir blicken nochmal zurück, wie es anfing. Also so fing es in etwa an. Das hieß damals Blindshell 2, dann Blindshell Barock. Die Hardware kam von Foxconn und das war ja so der Anfang, wo man auch Spracherkennung hatte und so weiter. Und das wurde dann hier links vom Blindshell Touch 2 abgelöst. Und ja, jetzt sind wir eigentlich seit letzten September bei dem hier. Und das ist die Verpackung von Blindshell Classic 2. Wie gesagt, nicht zu verwechseln mit dem mittleren Classic der neuen Generation, was auch mit dem Blindshell Lite identisch ist, was ja letztendlich ein abgespecktes Classic ist. Und das jetzt, was wir haben, ist wirklich was komplett Neues und das kann auch mehr. Das werden wir gleich sehen. Ich hätte es auch nicht Classic 2, ich hätte es vielleicht Blindshell Infinity genannt, aber egal. So, hier links haben wir das Touch. Das habe ich jetzt einfach mal nochmal aktiviert, um einfach nochmal zu zeigen, wie das Konzept war. Man hat ja eigentlich den Anspruch gehabt, mit wenig Gesten möglichst viel bedienen zu können, basierend auf dem Touchscreen-Handy, weil einfach mit Tasten war es schwierig und eben Handy, weil einfach die Funktionalität begrenzt war. Wobei Dual-SIM haben sie alle und ein SD-Kartensteckplatz auch, wobei das Blindshell Classic 2, also das rechte, sogar 200 GB, wahrscheinlich auch mehr und größere Karten verträgt, wenn man sie im Gerät formatiert. So, das Konzept ist einfach, der Bildschirm ist senkrecht geteilt, tippe ich links, gehe ich zurück, tippe ich rechts, gehe ich vor. Ein langer Tipp mit einem Finger geht ins Menü. Ja, mit zwei Fingern komme ich wieder zurück und ich versuche es mal zu zeigen, was halt das Problem ist. Ich hoffe, man kann das sehen. Das ist eigentlich das hier, dieses Textfeld. Ne? Das ist natürlich auch funktional. Also ich sag mal, man kann es besser nicht machen. Aber es ist schon mit zwei Fingern und so für viele Leute schwierig. Und da ist natürlich ein Tastatur-Handy besser. So, ich schalte das mal hier aus. So, dann die Tastaturversion, das erste Blindshell Touch, Entschuldigung, Classic, dann das Blindshell Lite als abgespeckte Version. Und dann eben dieses Classic. Im Unterschied zum ersten hat es hier auch die Kontakte für den Standlader. Und man bedient es ja hier über diese Wippe, also ich habe links, rechts, drauf, runter. Ich habe nach oben Status, nach unten kann ich wiederholen und stumm schalten. Das ist sozusagen die Sprachausgabetaste. Lautstärke habe ich hier über den Anruf- und Auflegetasten und ich gehe durchs Menü mit links und rechts. So, und mit der mittleren Taste kann ich das Menü öffnen. Und wenn ich jetzt mal das gleiche mache, was ich da gemacht habe, man sieht, das ist eigentlich sehr ähnlich. Mitteilungen. So, und sag hier Text, ne, dann brauche ich diese Texteingabe über die Ziffern, nicht T9, weil T9 wäre mit Wörterbuch, aber ich drücke dann hier halt die Ziffern mehrfach und muss das nicht mit zwei Fingern machen. So. So, ne, so funktioniert das und das hat sich halt bewährt und viele wollten das haben. Das Blindshell Classic der ersten Versionen, sag ich jetzt mal, konnte schon recht viel. Wir haben hier auch eine Menge Apps drin. Hier weitere Programme, man kann mit QR-Codes Dinge beschriften, man hat eine Lupenfunktion, was aufgrund der recht eingeschränkten Kamera allerdings auch ein bisschen eingeschränkt funktioniert. Wir haben auch einen Internetbrowser, Medien und so weiter. Und das, was drin ist, ist drin. Sprich, ich kann keine Apps installieren und auch nicht entfernen, das wird vom Hersteller über die Firmware gemacht. Da kommt immer auch mal wieder was rein, aber ich kann es eben nicht anpassen. So.
Der Unterschied zwischen diesen beiden Geräten ist nicht nur das Design. Ich muss es mal hier aus der Tasche fuddeln, dann kann man es auch sehen. Das Design ist völlig unterschiedlich. Es sind auch zwei völlig unterschiedliche Hersteller. Und was aber ähnlich ist, ist so ein bisschen die Art und Weise, wie man es konstruiert hat. Also als Beispiel die Notruftaste auf der Rückseite. Da kriegst du jetzt hier raus, komm schon. Genau. Ja, also hier zum Beispiel die Notruftaste, das hat man gelassen. Man hat dafür den Lautsprecher von hier, also der Rückseite, was nicht so schön ist, wenn man es jetzt mal laut macht hier. Laut, da geht nicht mehr. Haben wir hier. 7, 10, 10. Haben wir hier richtig betrieben. Ne? Also das ist deutlich lauter. Von der Geschwindigkeit ist es eigentlich gefühlt gar nicht mal schneller, aber es kann dafür mehr und von daher ist es gut, dass es dann doch schneller ist. Was ist noch neu? Die Kamera 5 Megapixel bei dem, 13 bei dem. Wie gesagt, SDXC-Karten bei dem, also große Speicherkarten. Der Lautsprecher ist hier, wie gesagt. Und wir sehen es hier auch, rundherum keine Tasten, die gibt es halt hier vorne und dafür sind da derer viele. Hier ist es anders. Erstens mal sind die Tasten haptisch geformt. Also hier die Auflegetaste hat einen Strich und hier einen Kreis. Also man kann sehr gut die Tasten besser erfühlen. Hier hat man auch einen größeren Abstand, das sieht man vielleicht hier nochmal im Vergleich. Und wir haben oben diese Wippe nicht mehr. Die Wippe war auch ein bisschen doof, weil halt die Statustaste und die Sprachausgabetaste da so integriert war und man immer so instinktiv, wenn man von so einem Nokia-Telefon kam, ne, hat man immer rauf runter gedrückt. Hier habe ich eben nur die zwei Tasten, kann nämlich durchdrücken, habe dann hier das, den Infoknopf und habe hier die Sprachausgabetaste zum Stummschalten, Wiederholen und Buchstabieren, wenn ich die gedrückt halte. Und die Lautstärketasten sind einfach hier an die Seite gewandert. Und hier die Favoritentaste, das werden wir uns später noch anschauen. Also von daher hat man vieles verbessert. USB-C, upsala, gibt es hier auch. Eine Taschenlampe, gut, braucht man jetzt nicht unbedingt, wenn man jetzt vollblind ist, aber kann ja vielleicht auch dem einen oder anderen helfen, gerade Senioren. Und dann eben eine 13-Megapixel-Kamera. So, das heißt, ich habe auf jeden Fall deutlich mehr Möglichkeiten. 2 Megabyte RAM klingt jetzt auch nicht so viel, reicht aber für das, was ich machen kann. Neueres Android, das heißt, während es vorher kein WhatsApp-Messenger gab, ist der jetzt hier integriert, zuzüglich Facebook und Skype. Telegram gab es ja auch fürs alte Klassik schon, wenn man das noch benutzen möchte, aber auf jeden Fall, was halt hier neu ist, das finden wir hier in den Applikationen. Das ist nämlich der App-Katalog. So, und wenn wir uns das hier mal anschauen, was wir hier alles haben. Ich gehe hier mal durch. Alle Kategorien. Das geht los mit Amazon Shopping. Wie My Eyes. Das ist so eine Sache, da kann man sich Leute hinzuziehen, die über die Kamera etwas erkennen. Was war das jetzt hier? Blindshell Hilfsmittel. Blindshell Podcast Player. Und so weiter. Covid-Pass ist drin. E-Mail, FM-Radio, Facebook-Messenger, Galgenmännchen, Gitarrenstimmengerät und. Und da ist jetzt von letzten September bis jetzt, also wo ich das Handbuch gemacht habe, einiges wieder hinzugekommen. Und das Schöne ist, die ganze Bedienung aller dieser Programme ist einfach ähnlich. Ja, und ich kann eigentlich sozusagen diese kuratierten Apps nutzen, die werden von Matapo kuratiert, das heißt, alle Apps hier drin sind jetzt nicht äquivalent zum Play Store, sondern sie sind in einem eigenen Store drin und dann weiß ich auch, sie werden funktionieren. Und jetzt kommen wir auch zur Favoritentaste, ich habe hier meine Apps, die ich so brauche, draufgelegt, ne? Covid-Pass natürlich, Google Lookout. Das ist jetzt ein Programm, was es auch für sämtliche anderen Google-Telefone gibt. Das zeige ich mal kurz, was natürlich auch das Blindshell deutlich aufwertet. Und ich kann jetzt hier neben Texterkennung einfach die Erkundung benutzen. Na? Erkunden, genau, muss ich jetzt mal. Na, ich glaube, es geht auch schon. Ich muss es jetzt hier mal auf den Gegenstand richten. Fernseher, sagt er jetzt zu meinem Kontrollmonitor oder hier. Telefon. Ich kann es ja hier mal auf den Monitorcontroller richten. Den erkennt er wohl nicht. Taschenlampe aus. Taschenlampe aus, ja gut. Mal Lautsprecher, erkennt er den? Mikrofon. Na, Mikrofon. Ja, steht auch Mikrofon, stimmt. Das ist also eigentlich ein tolles Feature, sodass man auch direkt ein Texterkennungssystem hat. Und das für 450 Euro, was es beim deutschen Hilfsmittelvertrieb in Hannover kostet, ist es wirklich schon wirklich sehr flexibel, was man kriegt. So, es gibt natürlich auch ein paar Schattenseiten, die beginnen da, dass eben nicht alles drin ist, zum Beispiel eine Fahrplanauskunft fehlt, ne? Also da muss ich mich dann bemühen, dass ich zum Beispiel in den Internet Explorer gehe. Bücher, Spiele, Hilfsmittel, Hobbys, Reisen, wo ist es denn? Der ist, glaube ich, ganz oben gewesen, ne? Ja, genau.
So, ne, und gebe jetzt hier einen Suchbegriff ein, wie zum Beispiel M.B.A. Ach Quatsch. A.N.D.E. So. Und gehe direkt auf die mobile Bahnseite. Da ist natürlich immer das Cookie-Consent, was natürlich für Blinde und Sehbehinderte total doof ist. Muss ich wahrscheinlich jetzt auch irgendwie akzeptieren. Ja, Listenelement. Ja, ist mein Zug pünktlich? Nee, ich will Abfahrt, Ankunft. Nee, ich muss, glaube ich, höher ist das. Hier ist das Ankunft, Abfahrt. Und kann jetzt hier im Textfeld einfach einen Bahnhof eingeben und so weiter. Und so kann man auch zum Ziel kommen. Ist natürlich nicht so schön wie jetzt eine App oder sowas, aber es ist zumindest eine Alternative. Hannover. Hannover. Tastatur versteckt. So, Hannover. Heute. Mo. Abfahrt. So. Verkehrsmittel. Verkehrsmittel. Zuglinie. So, ich kann ja hier noch ein paar Parameter angeben. Das finde ich persönlich immer so nervig. Klar, Datum, Uhrzeit muss man irgendwie. Beschriftung nur. Und. Achso, hier war es. Tastenfeld. Der sagt mal Tastenfeld für die Schaltflächen. Das ist natürlich noch falsch. Da müsste eigentlich Schaltfläche sagen. Oder Taste wenigstens. So, und dann baut er das auf. Er sagt mir eigentlich auch dann an, wie weit er mit dem Aufbau ist. 1, 15 Uhr 19. Und hier habe ich zum Beispiel 15.19 Uhr. S4. Fährt die S4 nach Hildesheim zum Beispiel. Ich kann mir dann hier den Zuglauf angucken und auch so Sachen. Also das, was ich eigentlich im Internet auch machen kann. Also es geht schon recht schnell. Eigentlich so, wie ich es früher immer gesagt habe, als die ganzen iPhones und so weiter interessant wurden für viele. Ne? Und viele meinten, das könnte man mit den Nokia Symbian-Telefonen. Ich habe immer gesagt, Leute, das könnt ihr auch. Nutzt einfach die mobilen Webseiten, dann geht das. Das kann ich jetzt wieder sagen. Ne? Also hier geht das wunderbar. Und wäre jetzt, wie gesagt, noch schön, wenn eine Fahrplanauskunft drin wäre. Aber das geht eben. Ne? Ja, das ist im Wesentlichen schon alles. Firmware-Updates lassen sich natürlich auch einspielen. Ich weiß jetzt nicht, welche Version drin ist. Prozessortyp weiß ich jetzt auch nicht. Das steht nicht in den technischen Angaben. Wird irgendein Vierkernprozessor sein. Wobei weiß ich gar nicht. Ich habe es vielleicht auch übersprungen. Ich schaue jetzt einfach nochmal, der Vollständigkeit halber. Bedienungsanleitung. Allgemeine Geschäftsbedingungen. Technische Spezifikationen. So, wollen wir mal gucken. Hardware, gucken wir mal. Maße, Gewicht, Bildschirm, Speicher. Nee, der Prozessor steht hier gar nicht, aber ich nehme stark an, das ist irgendein Multicore, so ein Vierkernrechner oder was. Der ist auf jeden Fall schnell genug. Man hat selten Lags, also diese Wartezeiten, das ist eigentlich völlig in Ordnung. Ja, und man hat eine Alternative zum iPhone. Wenn man was bemängeln könnte, wäre es die etwas lange Startzeit, aber da gewöhnt man sich dran, das ist nicht so dramatisch. Und während halt das alte Classic auch nicht so in Standby-Modus gefahren ist, also die Prozessorkerne auch nicht runtertakten konnten so richtig, zumindest bei der ersten Version, da war der Akku dann immer, ob man es benutzt oder nicht benutzt, recht schnell leer, ist das auch besser. Das geht inzwischen auch schneller. Aber eine Sache muss ich noch zeigen, was es als Zubehör gibt neben der Tasche. Apropos Tasche, hier der Trage... Gurt. Hier das Trageband ist im Lieferumfang, aber hier in der Tasche wird das hier unten eingefädelt. Das haben die ganz schlau gemacht. Da ist auch so eine Mulde, dass das hier oder so eine Nut, dass das hier eben auch gut darin sitzt, wenn das Handy reinkommt. Weil normal kann ich das halt, wenn ich die Tasche nicht kaufe, hier unten ans Handy machen, an der gleichen Stelle. Wenn ich das dann hier so reindrücke, zack, dann stört hier das Trageband nicht. Das ist eigentlich total cool gemacht. So, und das zweite Zubehör, was es gibt, also ich sagte es, glaube ich, schon, man kann NFC-Tags nutzen, die kann man auch nachkaufen, die liegen bei den unterschiedlichen Farben. Und dann gibt es auch noch den sogenannten Bluetooth-Piepser. Und was der macht, das zeige ich jetzt nochmal. Da gehe ich auf Hilfsmittel. Ich kann mir das natürlich auch als Favorit irgendwie hinlegen. So, wo haben wir es denn? Piepser. So, Piepser suchen. Der heißt jetzt bei mir intelligenterweise Piepser. Ich kann den aber auch umbeschriften. So, und nun sucht er den. Und im Idealfall dauert es einen Moment und dann irgendwann wird er piepsen. Das liegt daran, dass der halt mit Batterie funktioniert. Mit so einer Knopfzelle. So eine CR2032. Und damit die nicht leer geht, ist er nur alle 5 Sekunden oder was online oder so. So, so sieht das Ding aus. Piepen aufhören. Und dann haben wir hier so einen Schlüsselring. Da kann ich den...
beispielsweise einen Schlüssel machen oder an Tabletten oder ist ja egal. Und ich kann mehrere dieser Piepser dazu kaufen. Die Batterie hält so über ein Jahr auf jeden Fall, je nachdem, wie oft man ihn ruft. Und habe dann entsprechend die Möglichkeit, das Ding zu finden. Funktioniert nicht mit den älteren Blind Shells. Also man braucht schon hier das Neue. Und das ist schon eine witzige Ergänzung. Ne? Ob man es jetzt braucht oder nicht, hängt so ein bisschen davon ab. Ist wie gesagt ein optionales Zubehör, genau wie diese Tasche hier. Ja, Headset liegt bei, Kabel liegt bei, Standlader liegt bei, dieses Umhängeband liegt bei. Wie gesagt, bekommen kann man es unter anderem am Deutschen Hilfsmittelvertrieb in Hannover oder auf matabo bzw. blindshell.de. Und ja, damit wären wir am Ende. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und das nächste Mal schauen wir uns eine Braille-Tastatur für Touchscreen-Handys an, weil vielleicht kann dieses Blindshell einem doch zu wenig. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.